Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz, jetzt hat der Felix nochmal angerufen wegen Weihnachtsmarkt-Gags. Schon wieder? Ja, habe ich auch gesagt. Aber ich glaube, ich habe wirklich jetzt einen. Wer am Wochenende das Spiel von Eintracht Frankfurt gesehen hat, der kam sich ja vor wie auf dem Weihnachtsmarkt. Frag mal, warum? Warum? Man hat jede Menge Schnitzer gesehen. Ja, der von dem Torwart zum Beispiel. Stark. Hm. Extrem stark. Hm. Oder wir machen den hier, Dirk. Pass mal auf. Ja. Ich wurde ja letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt getauft. Sag mal, geht sowas denn? Geht sowas denn? Ja, mit Glühwein auf den Namen. Oh, sorry. Ja, also ich finde ihn top. Ja. Oder wir machen die für mich drei besten Weihnachtsmarktschauspieler. Auf Platz Nummer 3 für mich immer noch Bude Spencer. Auf Platz Nummer 2 Christus Maria Herbst. Und auf Platz Nummer 1 Santa Claus Kinski. Ja, extrem stark. Ja komm, dann schicken wir die hoch und machen Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH.